Karussell fahren, das für eine Runde 15 Minuten braucht, oder für eine Nacht das Kunsthaus in Bregenz für sich ganz alleine haben. Das geht in der neuen Ausstellung im Bregenzer Kunsthaus mit dem Namen Karussell. Der Künstler Carsten Höller hat sein Werk am Donnerstagmittag der Öffentlichkeit präsentiert. Im Erdgeschoss erwartet die Besucher das riesige 17 Meter große Karussell. 12 Gondeln drehen sich in 15 Minuten gerade mal einmal im Kreis. In der Etage darüber dreht sich das Kunsthaus selbst, so scheint es zumindest. Die Wände sind durchlaufend mit einem Fries aus zehntausenden weiß leuchtenden Dioden versehen, die so geschalten sind, dass die vier Wände aufeinanderfolgend blinken. Der zweite Stock ist genau in der Mitte diagonal geteilt und in der einen Hälfte entlang der Wände vollflächig mit Spiegeln verkleidet. Je nach Position erscheint der gleiche Gegenstand der Betrachtung verkehrt oder nicht verkehrt. Im obersten Stock befindet sich das drehende Hotelzimmer. Drei übereinander angeordnete, sich teilweise überschneidende und im Zeitlupentempo in verschiedene Richtungen drehende runde Glasscheiben. Die Scheiben sind mit Einrichtungsgegenständen bestückt, welche die Grundfunktionen eines gewöhnlichen Hotelzimmers erfüllen. Das drehende Hotelzimmer kann während der Dauer der Ausstellung jeweils freitags oder samstags für eine Nacht als Einzel- oder Doppelzimmer gebucht werden, sodass die Hotelgäste von 18.30 Uhr abends bis 8.30 Uhr morgens den Luxus einer Nacht haben, in der das Kunsthaus und die Ausstellung ganz alleine ihnen gehört. Auf einer Projektionswand im gleichen Stock ist, einem Blick aus dem Fenster des Hotelzimmers gleich, die fliegende Stadt zu sehen. Man erkennt den Bodensee, die Stadt Bregenz und die Berge, in der sich einmal pro Stunde um die eigene Achse drehenden Live-Übertragung im Hintergrund wieder. Carsten Höller beschreibt seine Ausstellung Karussell als ein Selbstporträt für jede und jeden und als Versuch, die innere Mechanik nicht zu beschreiben, sondern vor allem zu stören, zu verstören, aus ihrer zombiehaften Blindheit zu reißen oder sich zumindest dem notwendigen Scheitern des Unterfangens zu stellen, sich selbst auszuliefern.